Hier war heute eine Protestaktion veranstaltet vom Diakonischen Werk des Kirchenkreises Bramsche in der Zusammenarbeit mit St. Petrus Kirchengemeinde und St. Silvester Kirchengemeinde von der evangelischen Seite. Uns haben katholische Brüder und Schwestern unterstützt und ganz, ganz viele andere Vereine und Verbände. Vor allem auch die Politik, die vor Ort den Beschluss gefasst hat, dass die Maßarbeit unbedingt hier bleiben soll. Einmal geht es natürlich darum, dass Quartenbrück langsam Angst hat, dass es als Mittelzentrum immer weniger an Wert bekommt. Das heißt, wir müssen eine Institution nach der anderen abgeben. Vor vielen Jahren haben wir die Berufsschulen abgegeben. Und wir können uns es auch vom Landkreis schlicht und ergreifend nicht bieten lassen, dass uns gut gehende, erfolgreiche Institutionen einfach weggenommen werden. Und da müssen wir ganz klar Kante zeigen. Wir sind ein Mittelzentrum, wir sind wachsend, wir sind prosperierend. Und wir wollen nicht, dass wir auf Kosten jetzt von Umstrukturierungsmaßnahmen, die uns nur peripher betreffen, darunter leiden müssen, dass hier eine ganz wichtige Institution sozusagen jetzt woanders hingeht, das können wir nicht mittragen und dagegen wehren wir uns. Wir haben seit geraumer Zeit mit Personalengpässen gerade im Leistungsbereich zu kämpfen, was dazu führt, dass wir eben die Entscheidungen treffen mussten für unsere Kolleginnen und Kollegen auf der einen Seite, weil die Belastung da sehr hoch ist seit geraumer Zeit und zum anderen wir sicherstellen müssen, dass die Geldleistungen ausgezahlt werden zum Ende des Monats. Und das konnten wir zuletzt nicht mehr sicherstellen, weil wir von 6,5 Stellen nur noch 1,5 Stellen besetzt haben. Wir werden die Sachbearbeitung in die Außenstelle nach Bersenbrück verlagern. Dort haben wir einen Standort, wo künftig dann auch die Personen aus der Samtgemeinde Adland beraten werden. Das heißt, das ist ein zentraler Standort direkt am Bahnhof gelegen, der gut erreichbar ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das war für uns wichtig, dass jeder ihn gut erreichen kann, den Standort. Und werden aber natürlich hier vor Ort auch Unterstützungsangebote weiterhin aufrechterhalten. Unterstützungsangebote im Sinne von Qualifizierungsangeboten oder auch Coachingmaßnahmen. Wir sind ein wichtiges Mittelzentrum und wir decken so eine große Fläche ab. Das ist ja praktisch, wenn man auf die Karte des Landkreises guckt, immer so der große Norden. Und hier bleibt dann nichts. Und für diesen großen Norden muss es das Zentrum geben, wo die Menschen auch tatsächlich Hilfestellung bekommen. Das Argument der Maßarbeit ist und bleibt, wir sind ja noch immer für die Menschen da, zwar aus Bersenbrück. Die Erfahrung der Beratungskräfte aus ganz vielen Orten sagt, je weiter die Hilfestellung, desto mehr Probleme sammeln sich und desto schwieriger ist es, Menschen zu helfen. Wir arbeiten viel mit Alleinerziehenden, die mehrere Kinder haben, die oft nicht mobil sind, also kein Auto haben. Einige können auch kein Fahrrad fahren zum Beispiel. Dann ist Sprache oft noch eine Hürde, die zu überwinden ist. Also es gibt viele Hürden und dieser Weg dann nach Bersenbrück, das ist nochmal eine riesengroße Hürde zusätzlich. Es war vorher schon schwierig, ne? Also es wird dadurch einfach noch viel, viel schwieriger. Wir möchten weiter dagegen angehen und versuchen, in Quakenbrück hier diese Außenstelle zu halten, im Interesse für die sozial Schwachen. Wir Kirchen allgemein hier in Quakenbrück unterstützen die Initiative des Diakonischen Werkes und der Politiker, dass das Jobcenter hier bleibt. Ich weiß, dass solche Beschlüsse schwer umkehrbar sind. Aber es ist wie beim Fußball, solange nichts entschieden ist und der Schiedsrichter nicht abgepfiffen hat, geht das Spiel weiter. Und wenn es eine Chance besteht und wir durch unsere Demo heute deutlich gemacht haben, wie wichtig das ist für die Menschen vor Ort. Wir haben von den 83 Nationen gehört, wir haben von den vielen Menschen gesprochen, die als Leistungsempfänger dieses Haus in Anspruch nehmen müssen. Dann müssen wir auch versuchen, für die Bürgerinnen und Bürger, die dieses auch wirklich benötigen, uns auch einzusetzen. Und das war heute ein Zeichen und ich bin froh, dass die Maßarbeit auch gekommen ist und sich gestellt hat. Wir werden hier die Angebote erhalten, wenn nicht sogar ausbauen. Und das ist das Entscheidende. Die Sachbearbeitung erfolgt in Bersenbrück, aber die Unterstützung der Leute hier vor Ort mit vielen Partnern, mit Trägern, die wird es hier vor Ort weiterhin geben. Herr Helmes hat auch zugesagt, die Zusammenarbeit im Blick in die Zukunft. Er ist immer bereit, mit uns zu sprechen. Da ist er jetzt unser Ansprechpartner. Da gucken wir hin. Eine Produktion des Mediendienstes der Evangelischen Jugend Bramsche. www.kirche.media